Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Reverse Rebirth. Ja, immer noch Kingdom Hearts Rechain of Memories. Allerdings können wir jetzt den Reverse Rebirth Modus, sag ich jetzt mal, spielen. Und um was es da geht, sieht man jetzt. Spiel als Rico. Ja. Wir können jetzt das Spiel nochmal mit Rico spielen. Und zwar, ich glaube, alle Stockwerke, die war, da wird alles erklärt. Das nehmen wir dann gleich. Gut. Wir werden schon sehen, was hier passiert. Ne, gut. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch das Intro oder so, weil sonst muss ich schon wieder den Ton ausstellen. Halt meine, okay, ich halte meine Hand hier bereit. Und da ist Rico. Where am I? Der echte dieses Mal. Stay asleep. Who's there? You should remain asleep. Here, between light and dark. Between what? Huh? The king? Where's the king? Together we close the door to darkness. After that? You came drifting here by yourself. You did not have the strength to overcome the darkness. Or maybe you were close to it. As if I'm some kind of demon. Turn from the light. Shut your eyes. Here, blanketed by the darkness, sleep is safety. Sleep is eternal. But... Oh, what's this? It is a door to the truth. Take it and your sleep ends as you take the first step toward the truth. But know this. The truth will bring you pain. Will you still go? There is no return to the security of sleep. This seemed like a boring place to take a nap anyway. That was very well said. Riku. Wir sind im Schloss des Entfallens. Was soll das bedeuten? A door to the truth, huh? Das ist Hollow Bastion. Warum nicht? Fangen Hollow Bastion an. Stimmt. Ich glaube, wir müssen den umgekehrten Weg gehen mit Rico. Er hat schon mal die Kamera umgestellt. Okay, was haben wir denn hier? Rico kann kein individuelles Set zusammengestellt werden. Er muss mit einem vorgefertigten Set kämpfen. Das Set, das Rico benutzt, wandelt sich auf seinen Weg durch das Schloss. Hehehehe. Ah, oh, ist das schon viel besser. Ah, schön, okay. Was anderes, dass wir jemand anderen steuern, außer Sora. Hier ist erst das zweite Spiel, was wir hier spielen, aber trotzdem. Fangen wir mal direkt an. Eine mysteriöse Stimme sagt uns, wir sollen diese Karte benutzen und die Wahrheit herausfinden. Mach mal doch. Halt
Nehmen wir Hollow Bastion. Müssen wir ja schon gegen Malefiz zu kämpfen, oder? Ganz schnäftig so als erster Kampf ungefähr. Das ist Holovation. Was du siehst, ist nicht real. Eine Welt deiner Erinnerungen. Meine Erinnerung? Deine Erinnerung an Malefiz Schloss sind zu einer Karte geworden, die diese Welt erschaffen hat. All das hast du schon mal gesehen, oder? Ja. Und jetzt? Soll ich etwas lernen, solange ich hier bin? Vielleicht sogar jemanden begegnen, den ich kenne? Du würdest den Menschen aus deiner Erinnerung begegnen. Normalerweise. Normalerweise. Hey, ich habe dich was gefragt. Na schön. Hoffentlich begegne ich als nächstes dir, Stimme. Ja, kommen jetzt auch noch so Cutscenes. Ich meine, es kommen gar nicht so viele Cutscenes in seiner Story. Ich kenne das alles auch nur aus der Game Advance Version. Also, das hier spiele ich zum ersten Mal auf der PS3 Version. Hollow Bastion. So, gewöhnen wir uns mal Rico an. So, gucken, wie der funktioniert. Ah, ich kämpfe halt gegen die. Komischerweise schwächer sind. Wollte ich gar nicht einsetzen. Ah, ich muss die Steuerung noch umändern. Haben schon mal, warum kann ich keine Karten mehr? Okay. Jetzt kann ich mit ihm voll schnell nachladen. Sehr geil. Da. Nochmal. AP, was bedeutet das? Ja, und ich mach's mal. Er hat die Karten, die ich habe, oder was? Nö. Ich will ja auch noch Steuerung ändern. Kartenring drehen, Karte im Petto benutzen. Karten im Petto benutzen. Karten im Petto entfernen. Ja, mit Dreieck aktivieren, was? Ich kann schon richtig hoch springen. Okay, gewöhnen wir uns noch ein bisschen. Ja, wenn man die sowieso mit Dings aktivieren kann, Dreieck, warum soll ich dann L2 und Dings benutzen? Ja, Rico's Story müsste eigentlich ein bisschen schneller vorangehen. Wenn ich mich nicht irre. Weil wir müssen auch keine Karten und all sowas sammeln. Nur Raumkarten müssen wir sammeln, ne? Ja. Oh, okay. Das macht's ein bisschen einfacher. Okay, reicht jetzt. Nehmen kann ich offscreen noch, wie blöd. Aber ich kriege ja jetzt relativ easy noch Erfahrungspunkte. Wo muss ich überhaupt hin? Da lang.
Und ich brauche irgendeine Karte, damit ich da durch kann. Das will ich auf den Arm nehmen. Ja, ich kann eigentlich nur Angriffe spammen. Ich habe nur Angriffskarten ab. Eigentlich nichts dagegen. Ja, irgendwas mit 8 bitte. Okay, das geht auch. Okay, bis jetzt wird mir schön vorgeschrieben, was ich nehmen soll, was nicht. Finde ich gut. Sogar eine Welt in einem Part. Oh. Zack, genau so habe ich alles in Erinnerung. Sogar diesen Raum. Es muss doch schön sein in deinem alten Schlafzimmer. Denk an all die Erinnerungen. Du wieder. Also auf die Erinnerung verzichte ich liebend gern. Malfitz hat mir das Zimmer gegeben. Ja, das hat sie. Und du hast hier gelebt. Verführt von der Dunkelheit, die sie dir bot. Du hast dein Zuhause aufgegeben, deine Freunde, alles. Aber sie gab dir ja ein schönes Zimmer. Sei still! Okay. Vielleicht doch in einem Part. Weiß ich nicht. Ich meine, nicht allen Welten kommen viele Cutscenes. Ich habe, glaube ich, schon einen Sportsmann, oder? Bin ich ja richtig? Na, oh, komm schon, schon wieder. Gib mir was. Oh, 8. Schon wieder 0, okay. Warum nicht? Also das für Training mit Rico wird sehr, sehr chillig. Na, komm schon. Grün. Grün, verdammt noch mal. Schmerzhaft aus. Vor allem, weil er ja ein Schwert hat. So hat ein Schlitzschwert. Also aus irgendeinem Grund sowohl schlagen als auch schneiden kann. Verstehe, wer das will. Oh, eine grüne Karte. Eine grüne Karte, wenn es geht. Okay, AP könnte es wahrscheinlich auch bedeuten, stark meine Angriffe sind. Das könnte ich nicht machen. Ich glaube, dann kann er echt nur Angriffskarten hier einsetzen. Nein, das ist weg. Wir könnten, glaube ich, die Kämpfe ganz schön einfach machen. Ja, eine blaue Karte. Ah. Kann ich jetzt sehen, ob das... Ist nicht. Ja, ich glaube doch. Das ist Angriffskraft. Kraft.
Hey, oh man. Ja. Eine grüne Karte, jawohl. Doch ein Freundeskarten auch, aber ich hatte doch keine Freunde. Noch nicht. Jedenfalls. Hier ist auch niemand. Nichts als herzlos in diesem Schloss. Stimme! Ich weiß, du beobachtest mich, also erklär's mir. Wo sind nur all die Menschen aus meiner Erinnerung? Sag's mir. Möchtest du ihn sehen? Sicher will ich das. Du hast sie verstoßen. Was? Und die Welt außerhalb zu erreichen, tratst du durch die Tür zur Dunkelheit. Alles ließ du zurück, Freunde, zu Hause, nur um nach der Dunkelheit zu streben. Aber die habe ich auch aufgegeben. Und was hast du dafür bekommen? Erst dein Heim, dann die Dunkelheit. Dein Herz kann nur von sich weisen. Es ist leer, wie dieses Zimmer. Wieder eine Erinnerung, daher bist du auch allein im Schloss. Dein Herz ist völlig leer, bis auf die Überreste der Dunkelheit. Du bist doch verrückt, ich habe mich der Dunkelheit verwehrt. Ha, 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 ach wirklich? Willst du machen, ich finden und mich dann noch... Okay. Die Stimme klang ein bisschen so wie Anselm. Oh, ich merke gerade diese... Dieser Pfeil, sag ich mal, was bei so ran Schlüsselschwert war, ist hier ein Dingens. Ein, dieses Schwert von Rico. Das hat doch irgendeinen Namen, ich habe den nur vergessen. Irgendwas mit Seelen, irgendwas, glaube ich. Soul Reaper, not Soul Edge. Aber irgendwas mit, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Gott verdammt! Ich kann ja eigentlich nichts anderes machen, außer meine Angriffe spammen, meine Karten. Also ja, Strategie und so ist hier nicht. Braucht die Nummer? 5. 5. Bams. Auskampf. Malefiz. Malefiz, hey, alte Socke, wie geht's? Eko, ich wusste, du kehrst zurück. Malefiz, du lebst? Du hast nicht aufgepasst. Ich bin bloß ein Produkt deiner Erinnerung. Musst ausgerechnet du mir begegnen? Wer sonst? Dein Herz ist in Dunkelheit getaucht. Du siehst nur Menschen, die in der Dunkelheit leben. Menschen wie mich. Nein. Sei lieber dankbar, dass dir jemand Gesellschaft leistet. Dein Herz ist leer. Gäbe es nicht die Dunkelheit in deinem Herzen, wärst du ganz allein. Momentan eine ziemlich verlockende Vorstellung. Ach, eins bist du nicht von mir gewichen, um deinen Durst nach Dunkelheit zu stillen. Du möchtest mich hier haben, wer sonst kann dir das geben, wonach du dich sehnst? Es gab eine Zeit, da wollte ich dich um mich haben. Ich überließ mein Herz der Dunkelheit. Aber das ist vorbei. Du und deine Dunkelheit habt mir nichts mehr zu bieten. Ich hatte mein Ich verloren. Leere in mir einkehren lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wenn ich hier nur auf die Gestalten der Dunkelheit wie dich treffe, dann werde ich euch alle dann auslöschen. Dann vergiss aber nicht, dich auch mit auszulöschen. Du bist genau wie ich ein Wesen der Dunkelheit. Meinetwegen, ich habe mich der Dunkelheit zugewandt, weil mein Herz schwach war. Ich hasse diese Schwäche. Es ist, als wäre ich mein eigener Feind. Mit anzusehen, wie Menschen wie du der Dunkelheit huldigen, macht es nur noch schlimmer. Genug geredet, Malefiz. Also hast du die Dunkelheit genug, sie zu bekämpfen.
ich verzweifelt du sein musst. Lass mich deinen Pein lindern, Rico, ein für alle Mal. Durch die wundersame Macht der Dunkelheit. Darkness! Okay, gegen den Drachen, ne? Wer, die macht uns jetzt fertig. Puff, komm her. Ich kann eigentlich nichts machen, außer das hier. Ich kann eigentlich nur X spam. Also nebenbei. Kannst du es wagen? Auch wenn ich hier nur X werde, irgendwie macht das Bock. Ist das merkwürdig? Tschüss. Was eine Pose. Ja, das war ein 2-minütiger Bosskampf. Oh Mann. Kann doch so einfach bleiben. Und wäre das jetzt auch so ein blödes Grinsen? Malefizdrache. Und LP. Schön. Und da war's. Warte mal, ich kann die. Okay, irgendwie einfach dabei schon. Das ist überpowered. Podium des Siegers, gut. Dann kann ich alle den Part hier beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories Reverse Rebirth. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.